Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Zuerst möchte ich euch aber noch ein frohes neues Jahr und vor allem ganz, ganz viel Gesundheit wünschen. Heute möchte ich euch mal wieder ein Update geben. Ursprünglich habe ich gedacht, dass das neue Video schon von der Anschlussheilbehandlung aus sein wird und ich euch da vielleicht schon einen kleinen Einblick geben kann. Aber es gibt aktuell ziemlich große Neuigkeiten und zwar wird die Anschlussheilbehandlung erstmal nicht stattfinden. Anfang November hatte ich am Klinikum Heidelberg meine Protonenbestrahlung abgeschlossen und ich hatte auch noch dort vor Ort mit dem Sozialdienst den Antrag auf die Anschlussheilbehandlung gestellt. Es gibt ja Vorgaben, wann eine Anschlussheilbehandlung angetreten werden soll und das ist bei der Protonentherapie nach ungefähr 3 bis 5 Wochen. Wie ihr wisst, war das Bestrahlungsgebiet bei mir sehr, sehr groß, also im Prinzip der halbe Rücken und dadurch, dass ja einfach dieser ganze OP-Bereich, die große Narbe und das alles erstmal auch abheilen musste, weil ja auch die Haut sehr gereizt war und eben noch zusätzlich sich so viel Flüssigkeit in meinem Rücken durch die Therapien gebildet hatte, hatte der Sozialdienst zusammen mit den Ärzten nochmal ein zusätzliches Schreiben aufgesetzt, in dem einfach auch nochmal da auf die medizinischen Gegebenheiten hingewiesen wurde, sodass wir ein bisschen verhindern wollten, dass die Anschlussheilbehandlung eben schon gleich nach diesen 3 Wochen angetreten werden muss, was einfach ja nicht so richtig viel Sinn gemacht hätte, wenn einfach alles erstmal noch ein bisschen abheilen muss. Das Weichteilsarkom, an dem ich erkrankt bin, ist ja super selten. Also wirklich der Lottogewinn unter den Krebserkrankungen. Und ganz, ganz viele Reha-Kliniken sind da einfach ja nicht wirklich drauf spezialisiert oder hatten eben auch noch gar keine Sarkompatienten. Und deswegen habe ich mich ein bisschen mit anderen ausgetauscht und habe eben mehrmals die Empfehlung für eine bestimmte Klinik bekommen. Und da hatte ich dann eben den Antrag für gestellt. Da diese Klinik an eine Therme angeschlossen ist, bieten die ein sehr umfangreiches Wassertherapieprogramm, was einfach in meiner Situation ideal wäre. Und ich habe einfach keine vergleichbare Klinik in Deutschland gefunden, die einfach ja dieselben Möglichkeiten bietet und die eben sich auch mit Sarkompatienten auskennt und da eben auch drauf spezialisiert ist. Und leider ist es aber so, dass die Klinik auch längere Wartezeiten hat. Und das hatten wir auch so alles im Antrag angegeben. Also durch die längeren Wartezeiten und dass bei mir eben auch alles erstmal abheilen und zur Ruhe kommen muss, hatten wir als Wunschdatum den 2. Januar angegeben. Die Klinik hatte ursprünglich noch gemeint, je nachdem, wie schnell mein Bescheid kommt, vielleicht kann ich auch schon kurz vor Weihnachten in die Klinik anreisen. Haben aber allerdings auch gesagt, dass dann ja eher ein Trainingsprogramm dann nicht so möglich ist und dann, dass da eben eine kleine Pause stattfinden würde, in der ich eben gegebenenfalls auch dann wieder nach Hause fahren könnte. Die Klinik ist von mir ungefähr 3 Stunden entfernt und ich bin einfach mit dem Rücken nicht so fit, dass ich dann mal schnell für 2 Tage oder so nach Hause fahren würde, nachdem ich da gerade angereist wäre. Also es wäre tatsächlich jetzt nicht ganz so optimal gewesen. Nachdem ich in den letzten Monaten durch die vielen Klinikaufenthalte ja eben eine längere Zeit nicht zu Hause war, wäre ich natürlich sehr froh gewesen, dann die Weihnachtsfeiertage bei meiner Familie sein zu können, weil ich hätte, wenn ich nicht nach Hause fahren kann, dann hätte ich halt eben nicht gewusst, was ich dann da vor Ort wirklich machen kann. Also ich hätte es tatsächlich dann ein bisschen traurig gefunden, nicht bei meiner Familie sein zu können. Und aber ich wäre natürlich, wenn es keine andere Möglichkeit gegeben hätte, auch zu diesem Zeitpunkt angereist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten Wochen war ich sehr froh, dass erstmal kein Bescheid gekommen ist, einfach weil ich mich von den ganzen Strapazen erholen musste, weil sich die ganze Haut regenerieren musste und es einfach für mich keinen Sinn gemacht hätte, wenn ich dann die AHB hätte antreten müssen. Aber das, was mir das Wichtigste ist, nämlich das Wassertherapieprogramm, wenn ich das gar nicht nutzen kann, weil es einfach gesundheitlich noch nicht möglich ist. Das Serum, die Flüssigkeitsansammlung, die sich in meinem Rücken durch die Operation und durch die Bestrahlung gebildet hatte, ist auch momentan nur ein ganz, ganz kleines bisschen weniger geworden in den letzten 2 Monaten. Ja, ich hoffe einfach, dass das einfach eine Frage der Zeit ist und dass sich das so über die nächsten Monate und Jahre noch ein bisschen verbessern wird. Ich habe jetzt auch schon vorsichtig mit der ersten Physiotherapie beginnen können und dadurch auch immer sehnsüchtiger in den Briefkasten geguckt, wann denn da jetzt eben der Bescheid kommt, weil das ja einfach doch nochmal ein Unterschied ist, ob man eben ein-, zweimal die Woche für 20 Minuten Physiotherapie hat oder ob man eben wirklich das volle Programm bei der Anschlussheilbehandlung hat. Bei meiner Brustkrebserkrankung vor 4 Jahren kam der Bescheid für die AHW tatsächlich wenige Tage vor dem Start. Das war dann ein bisschen ein Chaos, weil man ja doch einiges immer planen und organisieren muss, gerade eben auch privat und familiär.
Und deswegen habe ich mich auch erstmal nicht so gewundert, dass ja nicht direkt nach der Antragstellung schon der Bescheid gekommen ist. Je näher dann jetzt allerdings Weihnachten gerückt war, desto mehr saß ich dann auf heißen Kohlen, weil man ja einfach doch ziemlich in der Luft hängt. Und ja, habe dann gedacht, was mache ich denn jetzt? Weil ich wusste eben noch von der Brustkrebserkrankung, dass wenn man dann nachfragt, dass das auch für die Mitarbeiter mal ein bisschen blöd ist, wenn die dann nur noch am Telefon hängen und die Nachfragen bearbeiten müssen, statt dass sie eben wirklich konkret die Anträge bearbeiten können. Und deswegen hatte ich erst noch ein bisschen abgewartet, aber dann schlussendlich dann doch mal nachgefragt. Und da bin ich tatsächlich aus allen Wolken gefallen, denn der Antrag konnte bei der Versicherung nicht gefunden werden. Und ich habe erst gedacht, das ist irgendwie ein Versehen, da hat jemand nicht richtig nachgesehen. Also ich habe das gar nicht glauben können. Ich habe mich dann direkt mit dem Sozialdienst des Uniklinikums Heidelberg in Verbindung gesetzt und die konnten zum Glück nachsehen, dass der Antrag definitiv an die Versicherung übermittelt wurde. Die Information hatte mich dann total erleichtert, weil ich dachte, okay, dann hatte ich wirklich nicht die richtige Ansprechperson am Telefon. Aber leider ist es tatsächlich so, dass die Versicherung sagt, es liegt Ihnen kein Antrag vor. Das ist also jetzt eine absolute Katastrophe, denn ja, wie eingangs gesagt, normalerweise habe ich angenommen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt schon in der Anschlussheilbehandlung wäre. Und der Sozialdienst hat dann noch direkt den Antrag nochmal an die Versicherung geschickt. Und jetzt wird es immer absurder, denn mein Antrag kann nicht bearbeitet werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es so, dass in dem Computerprogramm der Versicherung einerseits die Indikation und auch irgendwie die Klinik ausgewählt werden muss. Und irgendwie ist diese Kombination nicht möglich, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass einfach das Sarkom eine etwas seltenere Erkrankung ist. Aber ja, irgendwie muss da was angeklickt werden und das ist nicht möglich. Die Klinik wurde mir von Sarkompatienten empfohlen und auch offiziell auf der Homepage und überall steht eben auch eben die Sarkom-Indikation. Und trotz allem möchte aber jetzt die Versicherung, dass die Klinik nochmal ein Schreiben aufsetzt, dass sie mich aufnehmen würden und dass sie halt eben auch sagen sollen, zu welchem Datum das eben konkret der Fall wäre. Die Klinik sagt allerdings wiederum, dass so ein Schreiben absurd ist, denn selbstverständlich haben sie die Indikation, das kann auch die Versicherung im Prinzip überall nachlesen. Und sie können eben auch erst meine Aufnahme planen, wenn einfach die Kostenübernahme feststeht und sie eben den schriftlichen Bescheid vorliegen haben. Und ja, sie haben quasi jetzt die Karten wieder zurückgegeben an die Versicherung und sagen halt einfach, das ist so nicht der Ablauf und die Versicherung muss das halt einfach intern klären und dann können die eben die weiteren Schritte danach machen. Zum Glück unterstützt mich der Sozialdienst da in diesem ganzen Hin und Her und die haben jetzt auch nochmal versucht, viel mit der Versicherung und der Klinik zu telefonieren und haben jetzt auch nochmal zusätzlich ein Schreiben aufgesetzt, wo einfach nochmal das Ganze, was so in den letzten Wochen passiert ist, nochmal zusammengefasst ist und nochmal darum gebeten, dass das doch bitte irgendwie geklärt werden soll, damit ich jetzt einfach zeitnah diese Anschlussheilbehandlung antreten kann. Was mir dabei gerade größeres Kopfzerbrechen bereitet, ist, dass die Wartezeiten der Klinik mittlerweile schon bei Mitte März liegen und mein Antrag ist ja noch nicht mal bearbeitet worden. Also sollte jemals dieser Bescheid kommen, dann könnte man mich natürlich theoretisch auch auf die Warteliste der Klinik setzen, falls irgendjemand krank wird und ein früherer Platz dadurch möglich ist. Allerdings dauert eine Anschlussheilbehandlung ja 3 bis 5 Wochen und ich bin ja ursprünglich davon ausgegangen, dass ich jetzt Anfang Januar in die Anschlussheilbehandlung gehe und habe für die letzten 2 Februarwochen meine ganzen Nachsorgetermine für das Weichteilsarkom ausgemacht. Also es sind mehrere bildgebende Verfahren, es sind mehrere Termine und es sind halt auch verschiedene Standorte, an denen ich die Termine ausgemacht habe. Und dadurch, dass meine Krebserkrankung ja sehr aggressiv ist, ist einfach alle 3 Monate eben das Nachsorgeprogramm. Wenn ich natürlich jetzt heute wüsste, wann genau meine AHB sein wird, dann kann ich ja vielleicht noch irgendwie versuchen, irgendwas zu verlegen. Aber es sind da auch überall mehrere Monate, mehrere Wochen Wartezeit und ja, wie gesagt, verschiedene Termine, verschiedene Standorte. Das heißt eigentlich ganz konkret, ich müsste jetzt in der nächsten Woche meine Anschlussheilbehandlung antreten, damit dieses Zeitfenster noch funktioniert, damit ich dann eben meine Nachsorge wahrnehmen kann. Ich kann jetzt auch nicht einfach die Nachsorge absagen oder versuchen, die auf März oder April zu verlegen, weil ich ja nicht weiß, wann eben die AHW sein wird. Also nachher ja funktioniert das alles nicht und dann habe ich meine Termine verloren und dann kann ich nachher irgendwann im Juli die Nachsorge machen und das ist einfach ja viel zu riskant. Das heißt, ich habe tatsächlich eigentlich nur noch ein super kurzes Zeitfenster,
Zeitfenster, in dem jetzt eben die Versicherung und die Klinik das irgendwie klären müssen. Der Sozialdienst hat mir da schon relativ wenig Hoffnung gemacht, dass das sich jetzt alles noch so schnell klären lässt, weil wie gesagt, die Klinik ist ja an sich auch ausgebucht und ich soll mich eigentlich im Prinzip darauf einstellen, dass es wahrscheinlich dann doch eher, ja, vielleicht April oder so werden wird. Und das ist natürlich eine Katastrophe, weil ich ja einfach einige Beschwerden und Einschränkungen habe und einfach da sehr dringend auf die Anschlussheilbehandlung angewiesen bin. Drückt mir einfach mit die Daumen, dass da noch irgendwie ein kleines Wunder passiert, dass das doch alles irgendwie schneller genehmigt wird und vielleicht doch spontan irgendwie doch noch ein Platz frei geworden ist oder so. Ich hoffe jetzt einfach mal ganz fest, dass es dann doch schneller geht und ich wie geplant dann auch das nächste Video für euch von der Anschlussheilbehandlung aufnehmen kann. Und ja, falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch sehr gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, um immer über alle Neuigkeiten direkt informiert zu werden.